Ja, ich finde, dass wir insgesamt über das ganze Spiel fußballisch sehr, sehr gut waren, mit viel Mut, vielen guten Aktionen Richtung gegnerischen 16er. In der ersten Halbzeit sind wir oft am 16er hängen geblieben, aber trotzdem sehr viel Richtung 16er gekommen. In der zweiten war unser Ballbesitz viel mehr in der gegnerischen Hälfte mit mehr Geduld. Das war schon der Schlüssel, dass wir in der ersten Halbzeit sehr viel Risiko genommen haben. Auch dem geschuldet, dass wir einzeln hinten waren. Dann natürlich auch so ein bisschen die letzten Wochen und Monate damit reinspielen, dass du schnell ein Spiel drehen willst. Das war zu schnell, nicht von Spielvortrag, sondern von dem, von der Klarheit, von dem Risiko. Wir haben sehr viel Einkontaktaktion gehabt, viel über den Körper gespielt. Und da waren einfach insgesamt zu viele Bälle weg. Dann wurde das Spielfeld groß, da war es noch relativ offen. Wir hatten die besseren Chancen, aber USA hatte auch zwei, drei gute Chancen. Und in der zweiten Halbzeit war einfach die Geduld besser, wie ich schon gesagt habe. Der Anschluss dadurch besser. Wir haben, sind als geschlossener Block in die gegnerische Hälfte, haben dann da einfach auch ein bisschen mal gewartet auf die richtigen Momente und dann da auch die Tore draus gemacht. Am Ende, glaube ich, sehr verdient gewonnen. Am meisten gefallen hat mir, dass wir trotzdem ruhig geblieben sind, trotzdem 0-1. Und eben nicht hektisch geworden sind oder zusammengebrochen, sondern haben den Mut auch beibehalten. Wir hatten zwei, drei Spieler, die dann auch versucht haben, richtig Ruhe reinzubringen. Ilke hat ein überragendes Spiel gemacht auf der Position, jeden Ball gewollt, auch defensiv sehr, sehr gut. Ende bin ich ganz zufrieden. Im hohen Pressing können wir natürlich noch zulegen, das werden wir auch. Aber es war ja klar, dass jetzt nicht alles sofort funktioniert. Von dem bin ich guter Dinge, dass wir das auch in Zukunft noch besser machen werden.